Passieren. Jetzt freue ich mich erstmal auf einen Weltstar, made in Italy. Er ist ein Tenor der Extraklasse. Mit 80 Millionen verkauften Tonträgern ist er der weltweit erfolgreichste. Und das spiegelt sich sogar wieder auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame, denn da gibt es einen Stern mit seinem Namen. Schauen Sie. Und da sehen wir auch, um wen es sich handelt. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist, nicht alleine, sondern zum ersten Mal im deutschen Fernsehen mit seinem Sohn Amos. Benvenuti Amos und Andrea Bocelli. Das war Premiere im deutschen Fernsehen für diesen wunderschönen Elvis-Klassiker vom neuen Album von Andrea Bocelli und auch Premiere für den ersten Auftritt, also der erste Auftritt von Amos Bocelli gemeinsam mit seinem Vater heute hier bei uns in Deutschland. Vielen herzlichen Dank. Amos, erstmal herzlich willkommen. Ich glaube, viele Damen, die Sie jetzt sehen werden, sagen, oh, ja, aber ein schöner Schwiegersohn. Sehr gerne. Was bedeutet Ihnen das, mit Ihrem Vater gemeinsam auf der Bühne zu stehen? Allora. Nun. Mi è stato consigliato di parlare in italiano. Nein, ich spreche jetzt Italienisch. Innanzitutto, buonasera a tutti. Zunächst einmal einen guten Abend allerseits. Trovarsi su un palco insieme al babbo è sempre zusammen mit dem Vater aufzutreten, ist natürlich eine schöne Sache.
Vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, man befindet sich an einem Ort, wo er zunächst einfach gern gesehen ist. Man fühlt sich da zu Hause und die Bühne ist dann wirklich ein angenehmer Ort. Auch weil mit ihm zusammen Musik zu machen, wenn diese Möglichkeit gegeben ist, das ist dann wirklich ein Traum, der Wirklichkeit wird. Natürlich in erster Linie für den Vater, aber auch für mich. Weil ich einfach weiß, dass es einfach mich glücklich macht. Schön, wunderbar. Und sie macht es wahrscheinlich sehr stolz, Andrea Bocelli. Musik ist eine Universalsprache, die uns natürlich auch hilft, auch mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. In der Vergangenheit war das nicht so einfach, denn Klavier ist ein Instrument, das natürlich also viel Disziplin und Lernen erfordert. Und es war nicht so einfach, Amos dazu zu bringen, Beethoven, Mozart und Bach zu üben. Und die anderen Komponisten. Und insofern denke ich, dass es richtig war, ihn zu entschädigen für das harte Studium durch dieses Zwischenspiel. Denn ein solches Lied eben von Elvis Presley vorzutragen, ist natürlich eine sehr schöne Art, was Gemeinsames zu machen. Wie lange spielen Sie schon Klavier? Klavier spiele ich, seit ich 6 Jahre alt bin. Dann habe ich erst später dann angefangen, das intensiver zu betreiben, als ich mit der Zeit dann eben gemerkt habe, dass es doch die eine oder andere Genugtuung brachte. Ich muss sagen, dass es anfangs wirklich nicht einfach war, ihn dazu zu überzeugen, sich dort ins Zeug zu legen. Aber auch wenn es nicht so aussieht, ich bin ein strenger Vater. Oh, gut, okay, gut, gut. Aber auf jeden Fall überzeugt uns das Ergebnis und es macht uns großen Spaß. Vielen, vielen Dank, dass wir das heute hier gemeinsam erleben durften. Und ich sag mal, zu übertreffen geht es wahrscheinlich nur noch mit dem Duett aller Duette, meine Damen und Herren, das wir heute im Laufe der Sendung noch hören werden. Andrea Bocelli gemeinsam mit Sarah Brightman, die heute auch bei uns ist. Und ich kann Ihnen schon mal sagen, Sie dürfen ja schon mal raten, was die beiden heute für uns singen. Also es fängt mit T an und hört mit I'm to say goodbye auf. Ja, das dann später, aber an dieser Stelle erstmal Dankeschön fürs Hiersein und bis dann. Andrea Bocelli, vielen herzlichen Dank erstmal. Amos, danke sehr, alles Gute. Dankeschön.